Sehr geehrter Patient, mit Ihnen ist besprochen worden, dass eine Probenentnahme der Prostata durchgeführt werden soll. Ich möchte Ihnen in diesem Film erläutern, wie die Probenentnahme durchgeführt wird, aber auch, welche Komplikationen möglicherweise auftreten können. Die Probenentnahme der Prostata ist ein Standardverfahren in der Urologie. Die gesamte Prozedur dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. In der Regel wird sie in lokaler Betäubung durchgeführt. Die Probenentnahme geschieht dermaßen, dass Sie hier auf der Liege sich eher auf die Seite legen müssen. Im Vorfeld wird nochmal Ihre Prostata abgetastet. Dann wird die Sonde des Ultraschallgerätes eingeführt. Über diese Sonde können wir ganz gezielt Proben aus der Prostata entnehmen. Auf dem Monitor haben wir eine Führungslinie, die uns immer genau zeigt, wo wir mit unserem Schallkopf sind und wo wir die Probe entnehmen. Bei der Probenentnahme werden 10 bis 12 Biopsien, also Proben entnommen, die in einzelne Biopsiegefäße abgelegt werden. So kann der Pathologe immer genau sagen, in welchem Zylinder, aus welcher Region er möglicherweise einen bösartigen Befund gefunden hat. Ich stelle Ihnen nun dar, wie eine Probenentnahme von der Prostata durchgeführt wird. Zunächst wird die Prostata in der gesamten Ausdehnung dargestellt und dann in der zweiten Ebene die Proben entnommen. Sie sehen hier, wie die Probeentnahme durchgeführt wird. Kleine weiße Striche kennzeichnen Stichkanäle. Hier wird jetzt gerade eine weitere Probe entnommen. Bei der Probenentnahme selber wird eine dünne Nadel in Ihre Prostata eingeführt und dabei Gewebe entnommen. Die Probenentnahme selber hört sich folgendermaßen an. Das Einschießen der Nadel in die Prostata ist nicht besonders schmerzhaft. Die meisten vergleichen es wie mit dem Pieken bei einer Blutentnahme. Wenn die 10 bis 12 Biopsien der Prostata entnommen worden sind, ist die Untersuchung beendet und wir bitten Sie dann noch eine Dreiviertelstunde bei uns hier in der Praxis zu bleiben, damit wir sehen, dass es Ihnen wirklich gut geht. Puls und Blutdruck werden gemessen und wir bitten Sie, noch einmal auf Toilette zu gehen und Wasser zu lassen. Welche Komplikationen sind möglich? Welche treten auf? Wie bei jeder Biopsie kann es zu einer Blutung kommen. Blut im Stuhlgang, Blut im Urin, Blut im Ejakulat sind sehr häufige Nebenwirkungen. In aller Regel tritt dies innerhalb der ersten paar Tage auf, aber hält nicht besonders lange an. Eine wichtige Komplikation ist Fieber und Entzündung der Prostata. Wenn wir mit dieser Nadel durch den Enddarm in die Prostata stechen, kann es immer zu einer Verschleppung von Bakterien vom Darm in die Prostata kommen. Deshalb müssen Sie im Vorfeld ein Antibiotikum einnehmen. In der Regel ist das Ciprofloxacin 250 mg, beginnend am Abend vor der Biopsie, am Morgen der Biopsie, am Abend der Biopsie und für die nächsten Tage. Da Sie allerdings auch wissen, dass immer mehr Bakterien resistent, also widerstandsfähig gegen Antibiotika sind, machen wir im Vorfeld der Biopsie einen Abstrich von Ihrem After, um zu gucken, welche Bakterien dort vorhanden sind und mit welchem Resistenzmuster. Das heißt, sind Sie widerstandsfähig gegen dieses Standardantibiotikum Ciprofloxacin oder müssen wir ein anderes Antibiotikum geben? Dadurch, durch diese Maßnahme des Rektalabstrichs vor der Biopsie, können wir die insgesamt seltene Komplikation einer Sepsis, also einer Infektion mit Fieber, deutlich reduzieren. In der Literatur wird die Häufigkeit dieser Infektion, dieser Sepsis, mit 0,5 bis 1% angegeben. Unsere Erfahrungen sind, nachdem wir diesen Rektalabstrich durchführen, dass wir keine schwerwiegenden Komplikationen mehr erleben. Schmerzen im Bereich des Damms, im Bereich des Afters sind ebenso möglich. Ebenso Beschwerden beim Wasserlassen, insbesondere ein abgeschwächter Harnstrahl in den ersten Tagen nach der Biopsie. In aller Regel ist das aber von vorübergehender Natur.
auf unserer Homepage www.schlosskarree.de/urologie finden Sie im Bereich Medien ein Poster, wo wir Patienten 4 Wochen nach der Biopsie befragt haben, welche Komplikationen auch 4 Wochen nach der Biopsie noch vorhanden sind. Bitte informieren Sie sich dazu. Bitte lesen Sie auch das Informationsheft, was Ihnen auch noch ausgehändigt wurde. Für alle weiteren Fragen stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank.